Pada Virasana, die verschränkte Heldenstellung, ist die Bezeichnung für das, was wir bei Yoga Vidya als Virasana Grundstellung bezeichnen. Virasana wird manchmal gleichbedeutend mit Fersensitz oder auch Sitz zwischen den Fersen bezeichnet. Pada Virasana soll ausdrücken verschränkt. Du setzt dich auf eine Ferse, Ferse also im Anus oder Perineum, und des anderen Oberschenkel über diesen Oberschenkel und die Ferse zum Gesäß hin, wenn du kannst. Dann hebst du den gleichen Arm nach oben und hinten und den anderen Arm nach unten und hinten und du faltest die Hände oder verhakst die Finger oder fasst an die Handgelenke. Du versuchst dabei, den Kopf vor den Oberarm zu bringen. Fabian zeigt noch die andere Seite. Also wichtig ist, du sitzt auf der Ferse und du gibst dann den Arm nach hinten und wenn es irgendwie geht, Oberarm hinter den Hinterkopf und Finger entweder verhaken, Hände falten oder ans Handgelenk geben. Pada Virasana aktiviert die Energie im Muladhara Chakra durch die Stellung der Ferse, öffnet Svadhisthana Chakra, dadurch, dass die Oberschenkel übereinander sind, werden Hüft-Kreuzbeingelenke gedehnt und Svadhisthana Chakra geöffnet. Dadurch, dass die Brustkorb nach vorne gewölbt ist, öffnen sich Manipura und Anahata Chakra. Durch die Stellung des Oberarmes hinter dem Kopf öffnet sich Vishuddha Chakra. Dann kannst du noch zum Punkt zwischen den Augenbrauen schauen, die Augen schließen und die Konzentration auf Sahasrara Chakra richten. Und so wird Ajna und Sahasrara Chakra geöffnet. Virasana wird meistens übersetzt als Heldenstellung, aber man kann sie auch nennen als eine energieerzeugende Stellung. Vira ist Held, aber eben drückt auch Energie aus. Und so ist Pada Virasana, die verschränkte Heldenstellung, wunderbar, um alle sieben Chakras zu öffnen und die Energie zum Sahasrara Chakra zu bringen.